Hallo und herzlich willkommen zurück zu Five Magical Amulets. Genau, und wir haben in der letzten Folge unsere Gießkanne voller Wasser gefüllt. Guck mal, ob wir den kleinen Johnny damit nass machen können. Nein, natürlich nicht. Sondern ob wir diese komische Pflanze gießen können. Ja. Könnt ja sein. Das ist ein Hin- und Her-Gerenne in dieser Stadt. Also so schlimm wird es dann nur noch im letzten Kapitel. Da wird es dann auch nochmal heftig. Ich fand wie Guybrush, da bitte Inseln rein. Ja, oder in ganz vielen King's Quest-Spielen. Mein Gott, was du da rennen musstest. So. Okay. Und wir waren auch immer noch nicht in diesem Haus. Nee, war ja keiner da, ne? Eben, und einen Schlüssel haben wir auch nicht. Wir wissen auch nicht, wo der ist. So, komm, jetzt gießen wir mal dieses Gemüse hier und gucken mal, was da passiert. Ah, da ist auch noch ein Regenwurm, sehe ich gerade. Da trittst du jetzt drauf. Nee, oder? Boah! Gieß, gieß, gieß. Und was passiert? Hoffentlich geht es der Pflanze jetzt etwas besser. Ja, das wollen wir hoffen. Aber was passiert nur? Ui! Wow! Aber hoffentlich ist es keine fleischfressende Pflanze. Ja. Ah! Wie süß! Danke, Mädchen. Ich dachte, du würdest mich elendiglich vertrocknen lassen. Wie? Du kannst sprechen? Ja, ich kann sprechen. Ist irgendetwas seltsam daran? Um die Wahrheit zu sagen, ja, ich habe bisher noch nie sprechen können. Dann bin ich vielleicht eine wirklich einzigartige Spezies. Ja. Aber nochmals vielen Dank. Tveran hat mich völlig vergessen, nachdem er mich gepflanzt hat. Ah, oh, der alte Saftsockel da. Ist ja wohl das Letzte. Tveran hat dich gepflanzt? Ja, er sagte, dass er mich in einem fernen Land gekauft hat. Aber ich kann mich nicht an den Namen dieses Landes erinnern. Warum nicht? Na, weiter? Er hat mir außerdem gesagt, dass er sich um mich kümmern und mich täglich gießen würde. Das hat er aber nur ein einziges Mal getan. Und dann hat er mich wahrscheinlich vergessen. Typisch Mann wieder, kannst du mal sehen, ja. Er war so vergesslich. Vergessen alles. Geburtstage, Weihnachten, Hochzeitstag, ja. Vielleicht hatte er einfach nur zu viel zu tun. Schon. Erzähl mir nicht, dass er keine freie Minute finden könnte, um mich ein bisschen zu gießen. Das ist doch nicht so furchtbar viel verlangt, oder? Ich weiß nicht, vermutlich nicht. Nun, wie dem auch sei, ich möchte mich nochmals bei dir bedanken. Und wenn du jemals etwas brauchst, ich bin dir hierfür etwas schuldig. Okay? Du weißt nicht, zu welchem Zweihahn gerade ist, oder? Er ist nicht zu Hause. Oh, nein, das Haus ist abgeschlossen. Ich habe probiert anzuklopfen, aber niemand hat geantwortet. Vielleicht hat er drin eine Nachricht hinterlassen. Du solltest mit der dort mal nachsehen. Ah, ja. Aber wie denn? Das Haus ist doch abgeschlossen. Tveran hat seinen Schlüssel immer in dem Astloch in der Nähe der Tür versteckt. Ah, das ist ja mal eine nette Information. Danke. Du könntest ihn dir ausleihen und dich im Haus umsehen. Vielleicht findest du dort etwas, was dir weiterhilft. Vielen Dank, das werde ich versuchen. Den darfst du machen. Hey, es hat so ausgesehen, als hättest du dich mit diesem Gemüse unterhalten. Ich habe mich wirklich damit unterhalten. Aber ich habe dich überhaupt nicht verstanden. Kannst du auch zaubern, wie Tveran? Nein, eigentlich nicht. Ich kann nicht zaubern. Ich trage nur ein magisches Amulett mit mir. Wow, zeig es mir. Will ich auch haben. Schau. Oh. Ah, wie toll. Es ist hübsch. Was kann ich denn? Mit deiner Hilfe kann ich mich mit vielen Tieren und auch mit einigen Pflanzen unterhalten. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Teil der Fähigkeiten des Amuletts. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie man seine vollständige Macht benutzt. Mhm.
ich verstehe. Wir sollten uns wahrscheinlich einander vorstellen, meinst du nicht? Ich bin Linda. Oh, Entschuldigung, das war Johnny. Sorry. Oh, da bist du. Ich habe dich in der Schmiede gesucht. Ja, mein Vater möchte, dass ich irgendwelchen blöden Hufeisen schmiede. Aber das ist einfach keine Arbeit für mich. Hab ich keinen Bock zu. Ich bin nicht kräftig genug und ich hasse diese Arbeit. Ich würde viel lieber zaubern stattdessen. Aber wenn du üben würdest, dann würdest du kräftiger werden. Es ist keine Schande, ein Schmied zu sein. Das ist eine anständige Arbeit. Ich arbeite im Arbeitsamt. Du sprichst genau wie mein Vater, aber ich will kein Schmied werden. Komm schon, reg dich nicht auf. Das war nur eine Idee. Ich sehe keinen Grund, warum du nicht Zauberer werden könntest. Hat Zweiran angefangen, dir etwas beizubringen? Wir haben uns unterhalten. Er hat mir gesagt, dass er mich gern in die Stadt auf irgendeine Schule schicken würde. Nach Hogwarts. Das hätte ich vielleicht auch ganz gut. Mit zu Harry Potter, hat er gesagt. Da würde er noch guten Karriere bevorstehen könnte. Ich verstehe, das ist ja interessant. Außerdem hat er gesagt, dass er einen Brief für mich schreiben würde, den ich meinem Vater geben könnte. Dieser Brief würde mir helfen, in die Schule zu kommen. Ja. Aber er hat ihn dir noch nicht gegeben? Nö. Er wollte ihn mir heute geben, aber als ich hierher kam, war das Haus abgeschossen und Freiraum war nirgends zu finden. Ach Gott, ist das aber lange Zeit. Und deshalb sitze ich hier und warte darauf, dass er zurückkommt. Ja, Zauge. Weißt du, ich will dich nicht enttäuschen, aber ich fürchte, er wird in nächster Zeit nicht zurückkommen. Was? Oh nein, was soll ich jetzt nur tun? Mein Vater wird mir den Hintern versuchen, wenn er merkt, dass ich kein einziges Huf habe. Oh, über dem Amboss mit dem Lederriemen. Ich weiß vielleicht, was du tun kannst. Könntest du auf den Baum neben Zweirans Haus klettern? Natürlich könnte ich das. Du brauchst nicht darum zu bitten. Zweirand versteckt deinen Schlüssel in dem Astloch dieses Baums dort. Wir könnten ins Haus gehen und dort nach dem Brief suchen, wenn er ihn schon geschrieben hat. Na, hoffentlich. Auf geht's, schnell. So, in Ordnung. Kletter hoch, komm, genau. Kletter hoch schon. Linda, ich glaube nicht, dass ich dort hochklettern kann. Was? Aber du hast gesagt, das wäre kein Problem. Oh, Mann. Schau, das ist dein Bestnetz. Kannst du es sehen, so drüben neben dem Abloch? Ja, das ist mir doch egal. Ja, echt? Kletter auf den Po, oder hast du etwa Angst? Feigling, Feigling. Ja, Angst. Okay, vielleicht kann man jetzt mal mit den Wespen reden. Die kann ich ja dann machen. Hallo, kann ich mit euch sprechen? Oh, sag mal, ist der hier unsere Sprache beherrscht? Ja, mein magisches Amulett verleiht mir diese Gabe. Aber wir sind sicher, dass du mit uns sprichst. Wenn du etwas von uns brauchst, ansonsten würdest du dich überhaupt nicht für uns interessieren. Da habt ihr recht. Nein, das ist nicht wahr. Nein. Ich Lüg uns nicht an, ihr Menschen seid alle gleich. Ihr würdet uns alle gerne töten. Immer wenn wir in eure Nähe kommen, schlagt ihr nach uns und versucht uns zu töten. Aber die Menschen machen das nur, weil sie Angst haben. Sie fürchten sich vor euren Stichen. Ha, nein, nein, wir stechen nicht aus der Frage. Es ist eine Selbstverteidigung. Weil wenn wir glauben, dass unser Leben in Gefahr ist, kommt es ganz von allein. Das sind unsere natürlichen Instinkte. Wir können nicht anders. Und ihr lasst uns niemals in Ruhe. Es ist keine große Überraschung, dass manchmal jemand gestochen wird. Aber ich möchte euch nicht wehtun. Ich wollte euch bloß etwas fragen. Das ist doch nur ein Vorwand. Wir sind sicher, dass du bereits überlegst, wie du uns von hier vertreiben kannst. Erst vor kurzem hat jemand, ein Vandale, unser Nest zerstört. Wir haben den Tag und Nacht zu diesem neuen Nest, an diesem neuen Nest gearbeitet. Keine einzige Minute haben wir uns ausgeruht. Und nun sollen wir es wieder verlieren. Kommt nicht in Frage.
Wag es ja nicht, auch nur in die Nähe dieses Nest zu kommen. Wir vertrauen dir kein bisschen. Hm, okay. Ich hoffe, den haben sie in 100 Jahren nicht eingesperrt. Nee, ups, Entschuldigung, weggeklickt. Na gut, also für die müssen wir irgendwas finden, dass wir sie nicht vertreiben, aber irgendwie vielleicht zu decken oder so. Und ich wollte jetzt unbedingt noch diesen Regenwurm hier mitnehmen, auf den wir ja schon mal getreten hast. Ja. Ich weiß nicht, also die Zerpe Pambel aus. Aber gut, ich nehme ihn mit. Zertretener. Oh, hier ist Pfeffer. Oh Gott, wenn das Steffi gesehen hätte, dass du auf dem Regen... Oh Gott, das wird sie ja doch hoffentlich irgendwann sehen. Ich hoffe ja, dass sie sich dieses Let's Play anguckt. Okay, ja, jetzt bin ich gerade... jetzt bin ich gerade schwer am Überlegen. Schön von am Baum. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen mal, weißt du... wir gehen mal wohin, wo wir noch nicht gewesen sind. Und zwar hier nach links. Aber mit Honig kann man die nicht runterlocken, hä? Nee, das geht nicht. Das müssen wir anders machen. Ich weiß auch wie. Aber das wird noch dauern. Oh, guck mal hier. Blümchen. Gold. Ein Juwelchenblume, die dauert auch kein Segment selber. Bist du müde? Ich muss jetzt mal kurz gehen. Ich vergeude mal wieder meine Zeit damit, Steine zu studieren. Okay. Hier, guck mal, das ist ein Zigeunerlager. Das sieht doch interessant aus. Oder Zirkusleute. Wow. Hey, bist du nicht das neue Mädchen aus Gartenmode? Tänzerin bei uns arbeiten will? Oh, ist das die Tochter unserer Wahrsagerin? Ja, ich. Natürlich du. Bist du die neue Tänzerin? Oh, das ist Krummel, hä? Ja. Nein, bin ich nicht. Ich heiße Linda und ich bin noch nicht einmal aus Gartenmode. Gut für dich. Es ist nicht leicht, im Zirkus zu arbeiten. Ich bin Coronel, aber alle hier nennen mich Pearl. Ich könnte dir auf der Hand lesen, wenn du willst. Das ist meine Arbeit. Das habe ich gelernt von meiner Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich für Wahrsagerei die richtige Person bin. Ganz im Gegenteil, Linda. Du strahlst etwas ganz Besonderes aus. Vielleicht sogar zu besonders. Lass mich dir aus der Hand lesen. Du wirst dich nicht bereuen. Na gut, wenn du darauf bestehst. Aha. Guck mal, die rupft eine Gans. Oh je, das arme Vieh. Wenn das Steffi sieht. Oh ja, 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 ja. Gott. Ja. Was hast du gesehen, Pearl? Pearl? Linda, was ich gesehen habe, kann unmöglich wahr sein. Wie meinst du das? Nichts, vergessen wir es, in Ordnung? Ich muss mich geirrt haben. Aber ich möchte gerne wissen, was du aus meiner Hand gelesen hast. Es gibt Dinge, die Menschen nicht im Voraus wissen sollten. Oh oh. Ich bin der Tod. Ich habe in deiner Hand gesehen. Du bist ein mutiges Mädchen, Linda. Ich bewundere dich. Oh oh. Was hat das zu bedeuten? Ich wünsche nur, dass dir mehr Glück vergönnt wäre, als dein Schicksal dir zugestellt. Oh weia. Das klingt aber nicht gut. Du sprichst in Rätseln. Ich weiß, ich errate dir nur eins. Lass dich niemals von Zweifeln überwältigen. Mehr werde ich dir nicht sagen. Es ist alles zu verwirren. Ich verstehe es selbst nicht ganz. Oh oh. Ich werde den Rat in Erinnerung behalten, Pearl. Ich danke dir. Na, ganz toll. Gern geschehen, Linda. Oh wei, oh wei, oh wei. So, den Bären gucken wir uns nochmal. Das ist nicht unser Brummler, das ist ein Bärenjunges. So, ein süßes kleines Bärenjunges, aber es wird irgendwie unglücklich. Kann man damit Oh Gott, das hat Steffi auch nicht gefallen. Nee, mir auch nicht, nee. Willst du mich verstehen? Nee. Birdie. Nee. Kannst du mich verstehen? Birdie. Anfassen?
Es ist keine gute Idee, die Bären anzufassen. Ich sollte mit ihm sprechen. Na gut. Aber ja, Honig haben wir, aber wir haben kein Brot. Ich weiß nicht, ob der Honig alleine vielleicht ausreicht. Ah ne, wir haben noch gar kein Honig. Müssen wir mal Honig kaufen. Okay. Und wir müssen natürlich auch noch mit diesen anderen beiden Fuzzis hier reden. Ja. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, oder? Genau. Bis dann, bleibt dran. Ciao.